Meine sehr geehrten Damen und Herren, es freut mich sehr, heute Abend mit Gesa Schön, einem der bedeutendsten und sicher innovativsten Vertreter der aktuellen Parfümeurskunst hier in der Fondation Beiler begrüßen zu dürfen. Gesa Schön ist einer von nur rund etwa 500 Parfümeuren und Duftdesignern weltweit. Nach seiner Ausbildung beim großen Dufthersteller arbeitet er mehrere Jahre unter anderem in Argentinien, England, den USA und in Frankreich, bevor er 2005 in London sein eigenes Label Eccentric Molecule gründete, das er in Berlin lancierte. Mit seinen unverkennbaren Duftkreationen hat Gesa Schön die gängigen Vorstellungen der Zusammensetzung von Duftstoffen revolutioniert und somit auch unsere Wahrnehmung von Gerüchen erweitert. Berühmt wurde Gesa Schön namentlich durch sein Parfum Molecule 01, das nur einen einzigen Duftstoff enthält. Inzwischen hat er zahlreiche weitere minimalistische Parfums kreiert, die zu großen Erfolgen weltweit wurden. In seinem heutigen Vortrag durchleuchtet Gesa Schön all die Facetten seiner faszinierenden Arbeit und vermittelt uns dadurch einen Einblick in den mysteriös-magischen Prozess, der aus Impressionen und Inspirationen zur Kreation von Düften führt. Im Zusammenhang mit der Odilon Redon-Ausstellung, die wir zurzeit hier im Museum zeigen, hat Gesa Schön einen besonderen Duft oder Geruch entwickelt, den er uns heute Abend vorstellen wird. Dabei steht die Verbindung von visuellen und olfaktorischen Eindrücken im Zentrum seiner Duftkreation. Tatsächlich gehen zunächst vor allem von Redons großartigen floralen Kompositionen und deren Farbexplosionen spezifische sinnliche Qualitäten aus, die seinen Bildern etwas geradezu Duftendes verleihen. Gleichzeitig evozieren auch Redons schwarze Kohlearbeiten eine düster, unheimliche Atmosphäre, die durchaus zu Geruchsassoziationen führen können. Es ist vor allem diese dunkle Seite in Redons Kunst, die Gesa Schön animiert und inspiriert hat. Vielen Dank, lieber Gesa Schön, dass Sie heute Abend bei uns in der Fondation Beiler sind. Wir sind gespannt auf diese Reise in die geheimnisvolle Welt der Düfte und vor allem auf den Geruch von Odilon Redons Kunst. Hallo zusammen. Hört man das? Ja, okay, alles klar, cool. Ich bin der Gesa Schön. Vielen Dank für die nette Einleitung. Das, was ich hier gerade mache, mache ich normalerweise nie. Das ist echt ein Novum. Ich habe sowas mal vor Jahren in Hamburg im Museum für Kunst und Gewerbe gemacht, vor vielen Leuten gesprochen, aber nicht vor so vielen. Und das ist auch, das ist sehr ungewöhnlich. Auch deswegen, weil eigentlich Kunst ist Kunst und Parfümerie ist Parfümerie und Mode ist Mode und Malerei ist Malerei. Es gibt so Disziplinen, die sich nicht unbedingt vielleicht vermischen lassen, und vielleicht ist es auch ganz gut so, dass das nicht jeder ständig macht, weil die Schnittmenge einfach vielleicht begrenzt ist. Im Falle von Odilon Redon muss ich sagen, stand ich auch erstmal ein bisschen wie der Ochs vom Scheunentor, aber dann wurde relativ schnell klar, dass es zwei Phasen gab in der künstlerischen Zeit, in seiner Werkzeit, die deutlich zu unterscheiden sind. Zum einen eben, ich sag mal, die dunkle Phase und dann später, Jahrzehnte später, die hellere Phase. Ich habe mich dann entschieden, relativ schnell mich der dunklen Phase zu nähern, weil alle die Dinge, die danach kamen, also speziell diese Blumenbouquets und die helleren, bunteren Bilder, sind wahrscheinlich sogar leichter darzustellen, weil wir alle irgendwie schon mal einen Strauß bunte Blumen gerochen haben oder irgendwie mit Farben bestimmte Assoziationen tätigen, die uns dann logisch erscheinen. Ich glaube aber, dass das vielleicht dann eher enttäuschend wäre, weil wir haben alle eine unterschiedliche geruchliche Sozialisation hinter uns, die uns beigebracht hat, wie bestimmte Sachen riechen, die eben so rochen wie da, wo wir herkommen. Also, wenn jemand aus Italien kommt, der hat ein anderes Blumen,
an das Blumenbeet vor der Haustür wie jemand, der in Finnland wohnt oder jemand, der in Argentinien wohnt. Also wir haben alle eine sehr individuelle Geschichte, die uns olfaktorisch erzogen hat. Und deswegen wollte ich euch nicht langweilen mit so einem Blumenbouquet, was ich dann irgendwie aus Maiglöckchen, Rose und Jasmin zusammenbaue. Das war mir dann auch ein bisschen zu profan. Also gibt es die Möglichkeit, den dunklen Geruch nachzuvollziehen. Und um das möglichst nachzuvollziehen, habe ich gedacht, ich lasse euch einfach daran teilhaben, wie ich da rangegangen bin. Sprich, es gibt in der Parfümerie jetzt nicht so viele Rohstoffe, die vor allem auch ständig eingesetzt werden, weil jeder ständig dunkel riechen will. Dunkel ist eher eine Assoziation, die hat was Mystisches vielleicht, aber die hat auch was, vielleicht was Negatives, genauso wie, glaube ich, in der ersten Phase von Redon und das Werk auch eher als, ja, also ganz klar als dunkel, wenn nicht sogar ein bisschen als pessimistisch oder auch als, ja, als düster zu bezeichnen ist. So gibt es eben Rohstoffe, die mich konkret daran erinnern und die ganz dunkle und düstere Noten haben. Und um sozusagen meinen Gang, wie ich da rangegangen bin, um das möglichst nachzuvollziehen, dachte ich, ich lasse euch geruchlich einfach daran teilhaben, aus welchen Komponenten diese Endkomposition besteht. Wir riechen jetzt also in der nächsten Zeit vor allem die Einzelzutaten dieser Gesamtkomposition. Nicht alle, ich dachte, ich zeige nicht alle, einfach damit ich auch nicht alle verrate, aber die Hauptkomponenten rücke ich raus und die riechen wir zusammen. Und dann werde ich jeweils auch noch was zu den Komponenten sagen, sodass ihr das hoffentlich nachvollziehen könnt. Gerne bitte Fragen zwischendrin, wenn jemand was zu fragen hat. Wir fangen an mit einem Geruch, der heißt Isobutylchinolin und der wird in der Regel, ich komme gleich zu euch, ich wollte nur noch ein paar generelle Sachen sagen, also ich sage immer was zu dem Stoff dazu, wie er vielleicht auch bei uns in der klassischen Parfümerie verwendet wird, was man normalerweise damit macht und wie ich in dem Zusammenhang eben mir diesen Stoff genommen habe, um ihn ein Teil des Gesamtgeruchs von der dunklen Phase Redons werden zu lassen. Ich glaube, so kann ich es vielleicht am besten ausdrücken. Wir haben natürlich nur eine begrenzte Anzahl von Riechstreifen. Also ich schätze mal, das sind bestimmt über 200 Leute hier. Vielleicht können wir es ja so machen, dass Pärchen, zwei, die sich kennen und nicht zufällig nebeneinander sitzen, die können sich einen Streifen teilen und das dann zusammen riechen, damit auch die hinten auf den Plätzen auch noch was zu riechen kriegen. Wenn ihr so einen Stapel Streifen in die Hand bekommt, nehmt euch einen raus, wie gesagt, teilt ihn euch mit dem Nachbarn und reicht sie sofort weiter, weil sonst sitzen wir morgen Abend noch hier. Ne? Also zügig weitergeben, weil es gibt auch jede Menge Streifen zu riechen und je mehr wir riechen, desto mehr könnt ihr auch nachvollziehen, wie der Geruch in meinem Kopf entstanden ist. Und jetzt fangen wir an. Ja. Genau, einfach so einen Block. Genau, du nimmst ja auch zwei Blöcke, so. Und dann kann man die so wegverteilen. Also, einen nehmen und hier weitergeben. Ich verteile auch noch ein paar herum. So, da hinten gibt's, da kommen dann die anderen. Okay, also ich habe ja gesagt, dass ich dann jeweils was zu den Stoffen sagen werde, um das mal ein bisschen zu erklären. Das riecht wahrscheinlich ziemlich schräg, wenn man das jetzt so riecht. Das heißt, wie gesagt, Isobutylchinolin und hat eine ziemlich lange Historie in der Parfümerie. Damit hat man früher ganz klassisch Ledernoten kreiert. Das heißt, Isobutylchinolin war immer automatisch Teil einer jeden Ledernote. Mittlerweile ist der Stoff so ein bisschen altmodisch. Es gibt Ledernoten mittlerweile, die würde man anders darstellen, um sie eben genauso nicht, riechen zu lassen, wie eben Isobutylchinolin riecht, sondern man würde wahrscheinlich eine wilde Ledernote machen oder man würde ein paar Naturprodukte dazu nehmen, um das Ganze ein bisschen gehaltvoller zu machen.
Für mich riecht Isobutyrchidulin vor allem eins, nämlich bitter. Und ich finde, die dunkle Phase von Redon zeichnet sich, das ist für mich eine Assoziation, die ich automatisch hatte. Das hat was Bitteres, was Dunkles, was Düsteres, was Bitteres. Und das ist so der klassische Vertreter, um auch, finde ich, ein Parfum, einen gewissen Bitternote zu geben. Das war das Erste. Wie riecht's? Ja, rauchig, Torf, alles richtig, Whisky stimmt auch. Der zweite Rohstoff ist genau richtig beschrieben, also letztlich sehr rauchig, teerig. Wer Lapsang Souchong kennt, das ist nichts anderes. Der Tee wird genauso aromatisiert mit dem gleichen Zeug. Das heißt Kadeöl und ist zusammen mit einem anderen Produkt, nämlich Birkenteeröl, das sind so die einzigen Vertreter, wo Stoffe eben sehr rauchig und sehr irgendwie angebrannt riechen. Also ein Kamin, der aus ist, wenn man da mal seine Nase so richtig tief reinhängt, das riecht ziemlich ähnlich. Und auch hier ist es, das ist nur eine Facette nachher im Endduft, das werdet ihr sehen. Davon kann man nicht zu viel reintun, weil dann riecht es nur nach Rauch. Dann riecht es nach Kamin, das ist nicht Sinn der Sache. Also das ist nur ein Vehikel, um letztlich die Dunkelheit auch zu zeigen, weil ein abgebranntes Stück Holz ist nie hell. Das ist immer dunkel und kohlig und riecht düster. Und das ist genau das, was ihr da zu riechen kriegt. Und das ist nur eine einprozentige Lösung. Ja, also das Original ist 100-mal so stark. So, Produkt Nummer 3. Das wird normalerweise in Kopfnoten eingesetzt, mehr in der Herrenparfümerie als in der Damenparfümerie, weil das riecht sehr krautig und irgendwo sehr herb und hat vor allem auch wieder diese Bitternote. Also wenn eines dieser Produkte wirklich düster riecht, dann ist es das für mich. Und lustigerweise ist das das einzige Produkt, was in der Parfümerie weltweit eingesetzt wird, was aus Deutschland kommt. Und genau daneben habe ich in die Komposition noch ein anderes gebaut. Das ist quasi fast das Einzige, was aus der Schweiz kommt. Nämlich das andere ist Enzian Absolue. Und das hier ist Angelika-Wurzelöl. Also ich glaube, noch deutscher kann ein Produkt auch nicht klingen als so. Und es hat aber eben tatsächlich diese sehr krautige, fast medizinische Herbheit. Und genau das ist wieder das, was irgendwo... was ich gesucht habe, um dem Ganzen so eine Kopfnote zu geben, um es eben ja, krautig und dunkel riechen zu lassen. Kann man das so nachvollziehen? Angelika-Wurzelöl, in dem Falle auch nur eine 10%ige Lösung, weil sonst ist es zu stark. Genau. So, also wir hatten jetzt Isobutyrchinolin, diese bittere Ledernote, wir hatten Kadeöl für diese Rauchigkeit, jetzt haben wir Angelika-Wurzel gehabt, um dem Ganzen auch ein bisschen eine Kopfnote zu geben. Der Enzian, den habe ich leider nicht dabei, weil ich dachte, den kennen Sie dann auch. Also das, okay, dann tut es mir leid, ich habe ihn aber trotzdem nicht dabei. Das ist jetzt ein ganz neues Produkt, das haben Sie bestimmt so noch nie gerochen. Das heißt, das ist ein Eichenmoos und Eichenmoos oder Moose generell sind in der Parfümerie gerade nicht so en vogue, weil da sind Dinge drin, die sind karzinogen und das ist natürlich nicht schön, aber da müssten wir uns noch einen Abend treffen, um diese ganze Geschichte zu besprechen. Wichtig hierbei ist eben, Moose haben auch was von kaltem Keller. Oder von Räumen, wo ich nicht eingesperrt sein möchte, wenn es so riecht. Und das hat eine sehr subtile Dunkelheit, die einzigartig ist. Das findet man tatsächlich auch nur in Moosen. Auch ist es ein sehr komplexer Geruch, also da passiert eine Menge. Und die haften wahnsinnig lange. Das ist natürlich in der Parfümerie auch immer schön, wenn Dinge lange haften, hat man lange was davon. Und für mich ist das auch wiederum die Dunkelheit, die in diesem Produkt zum Vorschein kommt. Eichenmoos. Ja. Wie gesagt, wenn Fragen sind,
Einfach fragen. Die Frage ist, ob es einen deutschen Namen gibt für den ersten Stoff, den wir gerochen haben. Nee, das ist ein chemischer Begriff, Isobutylchinolin. Das heißt auch im Französischen fast ähnlich und im Englischen auch. Das ist dann halt der chemische Name. Das ist ein synthetischer Riechstoff, genau. Der kommt in der Natur so nicht vor. Aber man macht sich das dann zunutze, ne? Das riecht tatsächlich in Verdünnung stark nach Leder. Und schon hat einer die Idee gehabt, hey, da machen wir eine Ledernote draus. Und dann hat sich das so breit getreten. Und auf einmal machten es alle so. Aber wie gesagt, mittlerweile gibt es eben modernere Stoffe, die eine Ledernote etwas eleganter machen. Das war ja sehr hart und sehr, sehr trocken und sehr bitter so. Genau. Ach, das kann man so nicht sagen, wie viele Ledernoten es gibt. Es gibt halt viele Düfte, die Ledernoten haben. Und diese Ledernoten sind in der Regel anders aufgebaut. Das, also dieses Isobutylchinolin ist wahrscheinlich mehr für Herrennoten, wie gesagt. Aber es gibt eben auch die Chance, so eine Ledernote vor allem natürlicher zu machen. Das war jetzt sehr hart, aber genau diese Härte habe ich eigentlich gesucht für den Redon, für die Dunkelheit. So. So. Habt jeder einen von dem nächsten? Ja. Das, wenn ihr nachher ein Probefläschchen bekommt von dem Endduft, werdet ihr sehen, der ist kritzegrün. Und das kommt daher, weil genau dieser Stoff da drin ist, den ihr jetzt als letztes gerochen habt. Das ist eigentlich ein Tee-Extrakt, der, sehr gut, das ist Mate. Genau, also es gibt leider nicht, also es gibt von vielen Produkten Qualitäten ohne Ende. Es gibt also 20 verschiedene Rosenöle und 50 verschiedene Orangenöle und 30 Bergamots und so, aber es gibt nicht leider unendlich viele Tee-Extrakte. Und das ist einer der wenigen natürlichen Tee-Extrakte, die uns in der Parfümerie zur Verfügung stehen. Mate wird, glaube ich, oder kommt aus Argentinien ursprünglich. Da wird es auch viel getrunken. Und wiederum gleiche Geschichte. Ich musste noch mehr trockene Noten finden. Und das riecht sehr trocken, finde ich. Und dass es eben diesen schönen Beieffekt hat, dass es halt alles grün macht, das ist halt so. Das Zeug ist kritzegrün. Wenn man das aus der Flasche rausholt, das ist wie Honig, nur in dunkelgrün. Und da ist relativ viel von drin in dem Duft, fast 10%. Aber das gab mir eben genau diese düstere, trockene Note. So, jetzt wird's lustig. Bisschen, wenn ihr den Streifen bekommt, noch ein bisschen mal so wedeln, weil das ist nur eine einprozentige Lösung und dann geht der Alkohol schneller weg, weil das, was hier drauf ist, ist nur eine einprozentige Lösung. Das heißt, das ist relativ wenig, aber wenn ich das stärker gemacht hätte, würde es den Leuten schlecht werden wahrscheinlich. Das wollen wir auch nicht. Wie riecht's? Hat jemand einen konkreten Einfall, wie das riecht? Was? Pferde? Sehr gut. Pferdeköttel. Ja, das kommt tatsächlich im Geruch der Pferde vor. Also wenn man mal neben so einem Pferd gestanden hat, dann riecht das nicht unähnlich. Und zwar riechen Pferde nach Cresol. Und vom Cresol, das ist ein Phenol. Vom Cresol gibt es viele Brüder und Schwestern und das ist das Cresylacetat. Das heißt, das wäre sozusagen der Stoff, den man in die Kopfnote einsetzt, um einen Pferdeeindruck zu haben. Jetzt würde man sich fragen, ja, wieso will der denn da Pferd drin haben? Für mich riecht es nicht nur nach Pferd, sondern auch nach Tinte. Und Tinte ist in der Regel nicht weiß oder grün oder gelb, sondern schwarz. Und Tinte hat per se vom Geruch her auch was Dunkles. Für mich eher als was Helles. Und deswegen habe ich davon was reingetan in den Geruch, aber nur sehr wenig. Weil es sollte nicht nach Pferd riechen. So.
Ach, das haben wir schon, das ist super. Dann könnt ihr das auch gleich schon verteilen. Eben gegeben, welche Nummer. Das riecht auch heftig, oder? Ja. Wie riecht's? Was? Rosa-rot. Ja. Okay, hat noch jemand eine Assoziation? Weiß. Okay. Wie? Tierisch, sehr gut. Das ist tatsächlich ein Extrakt von einem Tier. Und zwar vom Biber. Das hat lustigerweise tatsächlich auch den Namen Bibergeil. Das heißt, das ist ein anderes Wort. Es heißt aber auch Castoreum. Und Castoreum ist ein Extrakt der Anhangdrüse vom Biber, der in Kanada lebt, dem auf jeden Fall das Fell über die Ohren gezogen werden muss, weil es gibt so viele Biber, die würden ganz Kanada schon längst aufgefressen haben, wenn die nicht die einfach mal ab und zu fangen und häuten und das Fleisch verwenden, und zufällig hängt da auch noch so ein Ding dran und das geht dann an die Parfumindustrie. Und das wird auch immer schon und ewig schon eingesetzt, ist eines von vier tierischen Produkten. Es gibt sonst noch den echten Moschus, es gibt noch echte Amra vom Pottwal und es gibt noch Zibet von der Zibetkatze und eben Castoreum vom Biber. Und für mich, oder als ich es das erste Mal gerochen habe, da dachte ich so, das riecht so wie manchmal auch so Märkten, wenn die so Oliven in so großen Fässern so da so hinstellen und dann weht dann so ein Wind drüber. So riecht das. Für mich ist das auch was von Oliven. Aber das ist auch zu der Frage von vorhin, damit würde man auch eine Ledernote machen. Ja, das hat irgendwie was Tierisches, das ist ja auch schon gerochen worden, aber damit macht man Ledernote. Und ich finde, es riecht, weil ich eben sagte, rosa-rot. Also rot, ja, aber dunkelrot. Rosa, das ist sehr speziell, finde ich, die Assoziation. Also ich finde es eher düster und auch ein bisschen stinkig, aber so. Und ich fand, das musste auch auf jeden Fall in den Duft rein vom Herrn Redon. Also jetzt haben wir schon eine ganze Menge verschiedener Sachen gerochen. Die irgendwo. Gibt's jemanden, der denkt, ich habe einen Knall, dass ich da eines von den Sachen reingetan habe oder der das überhaupt nicht nachvollziehen kann? Dann möchte ich das natürlich auch hören. Weil das ist auch für mich dann spannend oder so. Es ist ganz in meinen Schleimhäuten in der Nase. Wird sich das noch verbessern? Naja, das. Also natürlich bleiben manche dieser Gerüche dann auch so ein bisschen haften, aber wenn man jetzt dann noch was anderes riecht oder nachher dann auch rausgeht, dann lüftet sich das auch wieder. Nee, das bleibt nicht für immer. Das wär nicht gut. Also, jetzt haben wir. Hat jeder das gerochen, den letzten? Ja. Das kennen bestimmt ganz viele. Nämlich? Sehr gut, Patchouli. Das ist tatsächlich, aber das ist nicht ein Patchouli-Öl, so wie man das bisher kennt, sondern das ist zum einen auch nur eine 10%ige Lösung wieder, weil das einfach auch sehr stark ist. Und das ist ein besonderes Patchouli-Öl, nämlich eins, wo man die Kopfnote abgeschnitten hat. Die Kopfnote vom Patchouli ist in der Regel sehr medizinisch. Da ist nämlich Borneol und Kampfer drin. Und das riecht dadurch sehr medizinisch, so würden wir das beschreiben. Und man hat mittlerweile die Technik, dass man einfach die Kopfnote wegschneidet. Und das ist insofern gut für die Parfümerie, weil das war immer genau das, was beim Patchouli gestört hat. Man wollte zwar hinten diesen schönen, warmen Nachgeruch haben, der eben so lecker holzig riecht und so erogenes, aber eben die Kopfnote wollte man nicht haben. Und jetzt hat man eben die Technik mittlerweile. Man kann also dem Patchouliöl diese beiden Kopfnotenelemente da einfach wegschrauben und der Rest bleibt. Und man kann dadurch quasi neue Düfte machen, weil man eben sich nicht mehr mit der Kopfnote beschäftigen muss, die da früher immer gestört hat, sondern man kann jetzt einen Schwung Patchouli einsetzen, ohne dass es direkt bis in die Kopfnote hochgeht. Und das ist für mich auch, das war eines der wesentlichen Elemente für den Redon-Duft, weil Patchouli hat nichts Helles. Das ist für mich per se auch dunkel, nur im Zusammenspiel vielleicht mit
Sachen wie süßen Noten oder ein paar blumigen oder ein paar fruchtigen Elementen kann man das ein bisschen aufhellen, aber eigentlich ist es eher auch ein dunkler Geruch. So, jetzt haben wir also Ledernoten gehabt, animalische Noten, holzige Noten, wir hatten ein Moos, ein Angelika-Wurzelöl, kein Enzian, aber wie gesagt, das kennt ihr schon. Und jetzt gibt es sozusagen schon den Endgeruch. Oder wie ich das jetzt dann eben zusammengestellt habe, das könnt ihr verteilen jetzt. Ja. Bitte? Patchouli ist ein Kraut, wächst nicht allzu hoch, so 20, 30 Zentimeter, hauptsächlich in Asien und in Indonesien. Und ist ein Kraut, wird aus den Blättern und aus den dünnen Zweigen gewonnen, wird extrahiert und man erhält dann ätherisches Öl. Und Patchouliöl ist vor allem auch nicht zu teuer. Also man kann es eigentlich in großen Mengen einsetzen, ohne dass man preislich für die Komposition ein Problem bekommt. Hier kam gerade die Frage auf, wie lange ich dafür benötige, einen Duft zu machen. Das ist völlig unterschiedlich. Also das kann von der erste Versuch ist schon so geil, ich lasse es so, bis zu ich arbeite jahrelang dran und es wird nichts draus. Also das hat es alles schon gegeben. Insofern ist das sehr willkürlich. Man kann es nicht sagen. Aber das ist ja, ein Maler nimmt auch vielleicht manchmal einfach nur einen Pinsel, macht einen Strich und sagt, jawohl und fertig. Oder er tüftelt monatelang dran und zerstört es dann, weil er nicht zufrieden ist. Also man kann nicht zeitlich terminieren, ehrlich gesagt. An dem Duft über mehrere Tage, jeweils Stunden. So kann ich das sagen, ja. Da habe ich mal, also ich habe so einen Anfang-Akkord gemacht mit nur so 3-4 Elementen. Das war dann schon, das fand ich ganz gut. Aber das musste komplexer werden, weil Redon ist, glaube ich, auch so ein Vorreiter gewesen mit so vielen Ideen, die dann später übernommen worden sind. Das konnte nicht zu linear oder zu singulär sein. Dafür braucht es schon ein bisschen mehr, auch eben dann eine Kopfnote mit diesem Kresylacetat, was wir gerochen haben, was so nach Pferd roch und auch mit dem Angelika-Wurzelöl. Und achso, habt ihr jetzt schon alle einen Streifen von dem Dark? Kann man das so ein bisschen nachvollziehen, wenn man das jetzt so riecht? Also es ging mir vor allem darum, nachvollziehen zu lassen, wie ich da rangehe. Ich hätte mich jetzt auch hinsetzen können und irgendwie wild was zusammenschmeißen können, aber das ist komplett substanzlos, sowas mache ich nicht. Das ist auch der Sache nicht angemessen. Insofern fängt man an mit einem kleinen Akkord, mit 3-4 Substanzen und weitet das dann aus. Ich glaube, die Endrezeptur hat allerdings auch nicht mehr als 13 oder 14 Komponenten. Normalerweise ist eine Rezeptur komplexer. Also jetzt für einen Duft, der irgendwie in den Markt gehen soll, die sind in der Regel so, naja, ab 20, 25 Komponenten geht's los und dann auch bis zu mehreren Dutzend, 60, 80, 100 Komponenten, das ist dann keine Seltenheit. Aber es ist wie, ich meine, wenn man kann einen Curry machen wahrscheinlich aus 5 Zutaten, dann hat man schon so die Curry-Richtung, aber wenn man ein richtiges Curry macht, dann braucht man halt 50 Gewürze für die Komplexität. Und so ähnlich ist es eigentlich mit dem Duft auch. Ich habe auch nochmal unser Molecule 01 mitgebracht, damit man vielleicht, können wir das auch nochmal riechen, damit man mal sieht, wie reduziert tatsächlich so ein Produkt machbar ist. Weil das ist tatsächlich ja auch nur eine Substanz, aber das hat so eingeschlagen, lustigerweise. Könnt ihr das mal sprühen? Das ist die Flasche mit den Kringeln. Genau. Wie heißt das hier? Wie bitte? Heißt das hier? Ein bisschen lauter, ich verstehe nicht. Wie heißt dieses Parfum hier, das Nummer 9? Das letzte, ja. was Sie jetzt ja bekommen haben, bei mir also hat das einfach dann immer nur einen Arbeitstitel. Das hieß einfach Dark, dunkel. Ja? Und das hat dann die Fondation hat das dann übernommen. Sie werden das nachher sehen, Sie kriegen so ein kleines Pappbriefchen, da ist dann so eine kleine Flasche drin. Das heißt dann auch Dark und ich glaube, das ist eine ganz gute Idee, das einfach dann auch vielleicht so zu lassen. Ja? Wie
Ja, das ist ungefähr, das ist ganz banal. Also ich schreibe mir eine Rezeptur. Diese Rezeptur besteht am Anfang, wie gesagt, aus 4, 5 Komponenten. Die wächst dann, die wird größer, weil die meisten Sachen, die müssen komplexer werden, voluminöser, größer. Auch eine Kopf, eine Herz, eine Basisnote haben. Das ist wie ein Koch ein neues Gericht ausprobiert. Der steht da, hat Gewürze, Kräuter, Salz und Pfeffer und ein paar Spezialitäten und dann fängt er an zu kombinieren. Das geht dann mal in die Hose, dann muss er es nochmal machen, aber ich mache nichts anderes. Also ganz oft habe ich, meine ich, ich habe eine, ganz oft denke ich, ich habe eine gute Idee und schreibe mir das auf und bin schon hellauf begeistert und dann rieche ich mir das an und denke, du spinnst, das ist gar nichts. Also, dass man wirklich mal eine gute Idee hat und das dann auch in der Umsetzung direkt gut riecht, passiert vielleicht in 10% der Fällen, wenn man mal was Neues anfängt. Zumindest in meinem Falle so. Vielleicht sind andere schon schneller zufrieden, aber ist nicht so einfach. Ich kann Sie nicht verstehen. Wir müssen ein bisschen ruhiger sein. Ja, genau. Also sagen wir mal, da kommt einfach irgend so eine Lifestyle-Brand, die machen Klamotten für junge Frauen. Die wollen einen Duft machen. So, dann geben die mir ein paar Eckdaten, was sie sich so vorstellen. Klar, die sagen dann, es muss jung, es muss modern, es muss frisch riechen, aber es muss auch verführen können und der Freund muss es auch toll finden. Also je nachdem, wie viele Attribute die mir geben, umso schwerer wird es für mich natürlich, weil je mehr, desto größer ist die Bandbreite, desto größer wird das Spektrum. Und je weniger ich habe, desto einfacher ist es eigentlich manchmal. Also wenn man mir jetzt nur eine Farbe gibt, ja, kann ich wahrscheinlich dazu schneller was machen, als wenn ich eben genau diese Attribute nehme, die ich da gerade besprochen habe. Und für mich heißt frisch das und das, für sie heißt frisch was ganz anderes. Mein Vater zum Beispiel hat mir immer versucht beizubringen, dass das, was ich da mache, kompletter Unsinn ist, weil der frischeste Duft, den es gibt, ist Old Spice. Und dann habe ich damit dann auch die Diskussion abgebrochen mit meinem Vater, weil der weiß echt eine Menge über Kunst, mein Vater, aber der hat vom Riechen echt keine Ahnung. Und so unterschiedlich ist das. Old Spice ist eines der süßesten, unfrischesten, orientalischsten Klassiker, die es so gibt, aber das ist nicht frisch, ne? Aber früher wurde das beworben, die Flasche stand auf so einem Meer, da schlug die Brandung so rein und da war so eine Meeresbrise und schon denkt man, ah, das muss ja frisch sein oder so. Aber so ist es halt nicht. So. Aber welcher Duft passt denn zu wem? Oder was meint jetzt das Dark zum Beispiel? Gibt es da Unterschiede? Also das Dark ist eher kein Duft, das ist mehr ein Geruch, finde ich. Weil für einen Duft würde ich schon auch erwarten, dass ich mich damit also relativ schnell wohlfühle, dass ich das gut finde, dass ich das sexy finde, dass das irgendwie eine Frische auch hat und so ein bisschen irgendwie mich an Duft erinnert. Das tut's ja eher nicht. Das ist eher so ein Geruch, der eben entstanden ist, wie ich es jetzt euch allen erklärt habe, wie der bei mir entstanden ist, mit welchen Parteien auch, mit welchen Rohstoffen ich da gespielt habe. Und deswegen, klar, es gibt auch verrückte Leute. Ich habe mal so einen Duft gemacht, der soll wie ein Buch riechen. Das sprühen sich die Leute auch an den Hals. Davon würde ich dringend abraten, weil das ist einfach, das ist ein Konzeptduft. Und ja, der soll nach bedrucktem Papier riechen, so wie ich mir das vorstelle. Aber den trägt man jetzt nicht und geht dann auf eine Party. Das macht keinen Sinn. Und genauso ist jetzt auch der Duft eigentlich schon ziemlich herb und ziemlich dunkel und irgendwie kräftig und ledrig und animalisch. Klar, wer Bock hat, kann sich auch den an den Hals sprühen. Aber ich würde das nicht empfehlen. Dafür gibt es bessere Noten, glaube ich. Absolut, ja. Deswegen gibt es auch in wirklich den unterschiedlichsten Ländern unterschiedlichste Düfte, die sie durchgesetzt haben. Je nach Wetter vor allem und je nachdem, was wir essen. Und je nachdem, ob wir Sport machen, ob wir Alkohol trinken, ob wir rauchen, all diese Dinge, die wir reintun, gehen ja auch wieder raus. Ne? Also wenn man jetzt in Indien für die Inder einen Duft machen müsste, die sehr gewürzintensiv essen und sehr scharf essen, dann muss man auf ganz andere Dinge achten, als wenn man das für eine Schwedin oder eine Finnin macht, die in einer kühlen Region lebt, ja, wahrscheinlich sich eher zivilisiert oder einigermaßen unwürzig ernährt etc. Die hat einen anderen Hauttyp. All diese Dinge spielen da rein. Denn wie gesagt, das, was wir reintun, dünstet auch wieder aus.
und muss dann eben überdeckt werden. Deswegen die Leute, die im Orient riechen und vielleicht eher würzige Sachen essen, auch einen starken Duft brauchen, um das zu übertünchen, damit man das eben nicht direkt durchriecht. Hingegen in Spanien zum Beispiel sind Colonias sehr populär, weil da ist es heiß und die Leute wollen frisch riechen. In Italien riecht es blumiger, in Amerika riecht alles nach Waschpulver, weil die gerne nach Frischem, es muss immer wet riechen, die beschreiben das auch so. Und so hat jedes Land eigentlich eine andere Duftpräferenz, kann man schon sagen. Wird es da nicht produziert? Nee, das wird's. Also wir haben das schon besprochen. Wir machen noch mal eine kleine Auflage für die Fans von Redon, denen das auch gefällt. Die können dann eine kleine Probe erwerben. Wie gesagt, sie kriegen später sowieso eine Probe in die Hand gedrückt. Dann haben sie eine. Aber das ist jetzt auch nur eine Erinnerung an die Ausstellung, an die Kunst, speziell an die erste Phase von Redons Kunst. Meine Interpretation. Ein anderer Parfümeur würde das wahrscheinlich ganz anders machen. Ja, der hätte irgendwie eine ganz andere Tiefe oder eine ganz andere Assoziation, die er da sieht und auch andere Mittel, wie er das sprachlich und emotional für sich umsetzt. Aber das ist jetzt sozusagen meine Interpretation. Ich wollte mal fragen, ihr habt ja jetzt noch einen Streifen bekommen. Das ist sozusagen, das ist wahrscheinlich einer der größten Unfälle, die je passiert sind in der Geschichte von Parfum, weil das... Also wir haben das schon ganz bewusst lanciert unter Eccentric Molecules. Das ist unser erstes Molekül. Das besteht tatsächlich aus nur einem Riechstoff, der heißt Iso-E-Super. Und den gibt es auch schon seit Ende der 60er Jahre. Der war also immer schon da. Und ich habe neulich so ein bisschen, also es gab eine Art Ritterschlag für dieses Molekül. Oder sagen wir mal, dass wir dieses genommen haben und kein anderes. Weil es gibt in Deutschland einen berühmten Duftforscher, der heißt Professor Dr. Hans Hatt. Der hat sogar 3 Doktorentitel, weswegen auf seiner Karte, das ist so lang, dass er seinen Nachnamen abkürzen musste. Da steht also dann H.Hatt, weil mehr kriegt er nicht drauf. Aber ich habe den mehrfach getroffen, ist ein geiler Typ. Der macht so Grundlagenforschung über das Riechen, wie das noch keiner gemacht hat weltweit. Und der hat das auch mit Molecule 01 verfolgt. Ich treffe den ab und zu für solche Sessions und wir diskutieren dann. Und der hat gesagt, er vermutet ganz stark, dass dieses Molekül eben vor allem auch unser Riechzentrum dort anspricht, wo normalerweise die Pheromone getriggert werden. Das heißt, es gibt ja 3 unterschiedliche Arten, wie wir riechen. Das erzähle ich mal kurz, weil das ist ganz spannend. Es gibt das olfaktorische Riechvermögen, das trigeminale Riechen und das vomeronasale Organ. Das olfaktorische Riechen ist das, was wir ständig machen, riecht nach frisch gemähtem Gras, nach Tomate, nach Banane. Das ist sozusagen eine Art qualitatives Riechen. Dann gibt es das trigeminale Riechen, das gibt uns alle physischen Geruchseindrücke wieder. Also trocken, heiß, staubig, kalt, nass, feucht. Am besten Sommer, es war lange heiß und es regnet wieder. Die Erde wird nass, das Wasser steht förmig in der Luft. Das ist ein ganz starker trigeminaler Eindruck, weil eben das so feucht riecht. Und dann gibt es das vomeronasale Organ. Das ist verantwortlich für die ganzen Pheromongeschichten. Und das ist vor allem das, wo wir gar nichts dazu tun können, weil das passiert unbewusst. Vielleicht schon mal dem einen oder anderen passiert, wir treffen jemand und eigentlich sieht er total unsympathisch aus, aber wir fühlen uns zu ihm hingezogen oder wir fühlen uns angezogen oder können uns gar nicht erklären, warum wir dem nicht einen Tritt geben, sondern wir finden was an ihm. Und da passieren eben Dinge, die wir auch gar nicht in der Hand haben, weil das ist evolutionsbiologisch begründet. Wir sind ja eigentlich nicht alle auf den Planeten gekommen, damit wir uns Kunst angucken, sondern damit wir uns fortpflanzen. Ja? Wir sind ja auch nur eine Zwischenstufe von denen, die nach uns kommen, die möglicherweise oder idealerweise noch besser sind als wir oder die noch tollere Sachen vollbringen. Und deswegen gibt es eben diese Körperfunktion, dass vor allem Frauen eine Art Scan haben, wo sie eben das Genom des Mannes, in dem Falle oder meistens des Mannes, riechen, um sicherzustellen, dass das Genom möglichst anders ist zum eigenen, damit die Nachkommen möglichst wenig Krankheitsbilder aufweisen. Und das ist das, was eben bei diesem vomeronasalen Organ passiert. Wir können eben jemanden riechen oder nicht. Und Hans Hatt hat eben gesagt, er vermutet, dass Molecule 01 diese Fähigkeit hat, dass die Leute, wenn sie es tragen, eben den Leuten wird hinterhergerannt und wird gesagt, wonach riechst du, das riecht super, das will ich auch.
Und so trägt sich das sozusagen weiter. Das ist überhaupt keine Eigenwerbung. Ich stifte auch hiermit überhaupt niemanden an, sich das zu kaufen. Aber wenn sozusagen der Duftpapst, der also die Grundlagenforschung betreibt, das vermutet, dann würde ich denken, das erzählt er nicht nur so, sondern dann ist da vielleicht ein bisschen was dran. Weil den Stoff gibt es schon ewig, aber irgendwie kam keiner bisher auf die Idee, das singulär zu isolieren und in die Flasche zu tun. Es gab es immer schon, aber nur im Zusammenspiel mit vielen anderen Gerüchen zusammen, mit anderen Naturprodukten, anderen Chemicals, die dann eben zusammen ein Parfum ergeben.